Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ja, schon wieder. So, und dann gucken wir mal, was wir aus dem Zeug machen können hier. Bärenfels machen wir wieder jede Menge nieder. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einmal Lederstreifen im Paar. Boah, wir können eigentlich jetzt auch alles hier irgendwie zur Verbesserung brauchten wir hier ja eigentlich nur Leder und die Fähigkeit, die uns fehlt. Also wir können doch auch irgendwie jetzt nur unsere Schmiedekunst versuchen zu verbessern, oder? Indem wir einfach nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Lauter Pelzsachen machen. Was lohnt sich denn? Ein Lederstreifen und zwei Leder. Wir kriegen 25. Drei Lederstreifen und vier Leder. Ich glaube, das die Rüstung ist wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, oder? Braucht ihr eine neue Klinge? Nee. Der Pelzhelm ist. Dann machen wir einfach mal ein paar Pelzhelme. Oder Stahl. Ja, wir machen Pelz. Pelz, Pelz, Pelz. Überlasst. Und nochmal. Eine Elfen zeugt den Elfen. Und nochmal. Und nochmal. Und dann machen wir nochmal einen Pelzhelm. Das sollte reichen. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. So, dafür brauchen wir jetzt auch Leder und haben wohl keins mehr. Können wohl auch keins mehr machen. Naja gut, dann verhökern wir ihm mal den Mist. So, guck mal hier. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rum. Wollt ihr euch schützen oder Schaden? Na, aber nicht, zeig mir dein Zeug. So. Elfmal. Das ist doch. Das hat sich doch gelohnt. Auf Wiedersehen. Wir haben unsere Fertigkeit jetzt verbessert, haben aber kein Leder mehr. Also doch, Fertigkeit haben wir dann doch noch. Oh, vielleicht steht doch irgendwo, was, in welcher Höhe wir da eine Fertigkeit brauchen. Nö, steht nicht da. Na super. Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir dann irgendwie, was für eine Fähigkeit, Fertigkeit wir da brauchen, in welcher Höhe. Ihr seht aus, naja, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten hat. Handelskontor. Ich laufe nur im Kreis. Albers und Siegfrieds Haus, da war ich doch ganz am Anfang drin. Oh. Ich glaube, wir sollten langsam auch wieder. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Oh, das habe ich jetzt mitgenommen, schon wieder irgendwas Holziges. Den Holzteller. Granatstein. Haltet die Augen offen. Auf Wiedersehen, Hatwa. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich bin hier völlig orientierungslos. Da war der Handelskontor. Schmiede, Sägewerk. Hier werden wir in der nächsten Nacht irgendwo einbrechen. Und da bei der Bisonhütte waren wir schon, haben alles auch leergeräumt, bei ihm auch. Wo ist er denn? Naja, egal. So, dann müssen wir erstmal gucken, was müssen wir da überhaupt machen. Tritt den kaiserlichen Armee bei, tötet den Banditenanführer einer Festung. Waldhelm. Okay. Gucken wir doch mal, wo die Festung ist. Boah, was so weit weg. Das schafft man doch gar nicht. Weißlau. Da waren wir vor unserem Fürstinnenstein. Na gut, dann sollten wir eventuell erstmal irgendwie Weißlau anpeilen. Gucken, wo die Winterfeste ist.
wird der... Ist die Winterfeste in Weißloch gewesen? Ich weiß es gar nicht. Da ist Weißloch. Wo ist die Winterfeste? Dauert es Helgen? Balkenring. Windhelm. Ja. Mortal. Das sieht ja sehr gut aus. Also heißt... Gott. Wir müssen jetzt also Richtung... Na, Questlog. Richtung Winterfeste. Ja, die beiden Ziele sind... Ich guck mal auf die Karte. Oha. Da ist Winterfeste. Das schaffen wir doch nie. Das ist doch alles so groß hier. Also erstmal nach Weißlauf. Oh, schon wieder verdrückt. Aber wir können sogar hier gucken. Alles klar. Dann Winterfeste ist, glaube ich, auf jeden Fall zu weit. Wir werden mal Richtung Weißlauf aufbrechen. Und mal gucken, was uns so noch über den Weg läuft. Unsere Special-Fertigkeit hatten wir, glaube ich, hatten wir dort. Okay. So. Dann brechen wir auf, diesmal zu zweit. In der Hoffnung, dass unser Kerl hier irgendwie länger lebt. Und alles, was wir finden, werden wir ihm dann immer zuheimsen. So rüstungstechnisch, vielleicht kann er sogar unser Packinsel sein. Hauptsache, er verrät uns nicht. Hier oben vielleicht langlaufen? Ja. Ein Pilz. Wir müssen in die Richtung, ne? Die Frage ist nur, auf welcher Seite des Flusses laufen wir lang. Wir werden uns mal schön, brav, wie so ein Wandersmann über die Brücke begeben. Und da sehe ich auch schon ein Reh. Oh, das ist ein Hirsch. Hier sind wir, glaube ich, ganz am Anfang hochgelatscht. Hat uns Camilla hier an den Stadtrand gebracht. So. Dann werden wir uns jetzt erstmal hier... ...ein Wild schießen. Ah ja. Ein Schuss und dann haben wir es auch schon erlegt. So muss das sein. Wildbret und den Pfeil kriegen wir wieder. Sehr gut. Na, haben wir nochmal einen mit und... Nee, der will nicht. Sieht ja ganz nett hier aus. Und ich höre Wölfe. Ich höre Wölfe. Ich rieche sie sogar fast schon. Ja, das sind eindeutig Wölfe, die uns hier gleich mal irgendwie wieder in den Schild beißen wollen. Habe ich gar keine Zeit, hier meinen Bogen auszupacken. Ihr habt doch bestimmt hier irgendwo eine Höhle. Da ist doch bestimmt irgendwas Geheimes versteckt. Und außerdem war das nicht nur ein Wolf, sondern... Das waren doch mehrere Wölfe hier. Na komm schon. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Pfeil losgelassen. Losgeschossen. Oha. Na, wo bist du? Zeig dich. Oh, das war jetzt Teamwork. Ein Stahlpfeil, Wolfspilz. Der Stahlpfeil war aber von ihm, oder?
Er hatte eigentlich gar nicht so viel dabei. Mal gucken, wie viele Schüsse er von sich geben kann. Nicht, dass wir unseren guten Freund dann hier auch noch mit Pfeilen versorgen müssen. Das wäre gar nicht gut. Dann soll er doch lieber mit einem Schwert und einem Schild oder so kämpfen. Was haben wir denn hier? Nichts. Das. Na gut, wir werden uns mal wieder auf unseren Weg begeben. Nicht runter. Nein, nein! Nicht runterfallen hier. Nicht runterfallen. So. Da ist irgendein Wilderer. Da ist ein roter Punkt. Gefällt euch das? Was ist denn mit dir? Du kommst einfach so und willst mich hier. Willst mich hier umlegen? Das. Was ist das denn schon wieder? Und wo ist unser Kollege? Er hat sich mal schnell verdrückt, oder was? Ja, ist schon klar. Macht gerade sein Geschäft hinterm Busch, oder wie? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Wollt uns hier einfach jemand meucheln schon wieder? Wenn das nicht wieder unsere liebe Freundin Asine war. Granatstein. Notiz der Assassine der dunklen Bruderschaft. Okay, das Eisenschwert werden wir gleich mal unserem Kollegen geben. Kann man da keine Kleider ausziehen? Nein, sieht nicht so aus. Ich hätte gerne interessiert, was so eine Assassine anhat. Also nicht, was sie drunter hat, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Vielleicht hätten wir unseren Freund hier ausstatten können. Ich bin direkt hinter euch. So, ich möchte Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? So, du sollst nehmen. Und zwar Bekleidung. Nö. Waffe. Warum was denn? Das Eisenschwert kannst du haben. Nein, das sollst du nehmen. Na. Oh, das Menü, das bringt mich um. So, den kannst du haben. Nein, den... So, den hat er hoffentlich jetzt. Das Eisenschwert hat er. Hat er nicht. Was? Jetzt, was? Dann geh's wieder. Nein, das will er doch haben. So. Ach, das ist alles kompliziert. Hast du eigentlich irgendwie Bekleidung? Eigentlich nothing, ne? So, das soll's auch erstmal sein. Ihr geht vor, ich folge. Jetzt hast du das Schwert in der Hand, oder was? Du sollst doch aber eigentlich den Bogen nehmen. Also, nochmal mit dir quatschen. So. Tauschen. Da. Was soll ich nehmen? Du sollst den Jagdbogen nehmen. Nein, ich will den nicht haben, den sollst du nehmen. Was? Den sollst du haben. Du nimmst jetzt den Jagdbogen. So. Das glaube ich jetzt nicht. Nein, ich will es nicht haben. Das sollst du nehmen. So. Und den Jagdbogen bitte auch. Aber du sollst nicht das Eisenschwert nehmen, sondern du sollst... Genau, den Jagdbogen nehmen. Und den am besten als Zweitwaffe. Nein, nicht ich, sondern du. So. Warum nimmt er immer wieder dieses Eisenschwert in die Hand? Ich verstehe es nicht. Gut, dann behalten wir das Eisenschwert und lassen dann auch... Ihr geht vor, ich folge. Vielleicht das Eisenschwert. Oder hat er den Bogen oder das Eisenschwert mal gleichzeitig gehabt?